Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTwo mal wieder am Start und damit herzlich willkommen zum Super Mario Maker Wettbewerb. Yoshi ist dein Freund. Endlich ist es soweit, endlich geht es los. Für alle Leute, die nicht wissen, um was es geht. Das Thema des Wettbewerbes war Yoshi ist dein Freund. Und im Grunde solltet ihr also ein Yoshi-Level bauen, ihn dabei möglichst kreativ nutzen und vielleicht auch die ein oder andere neue Idee mit reinbringen. Die ganzen Regeln und Bewertungskriterien sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Nintendo, die dieses Event mit vielen tollen Preisen supportet haben. Das freut mich sehr. Ich blende wahrscheinlich hier nochmal ein Bild mit den ganzen Preisen ein. Und die Preise sind dabei in zwei Kategorien aufgeteilt worden, wovon sich jeweils der erste, dann der zweite und dann der dritte etwas aussuchen darf aus der jeweiligen Kategorie. Ja, und dann will ich gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und insgesamt gab es über 50 Einsendungen. Danke auf jeden Fall für die große Beteiligung. Und diese 25 Leute haben es in die Endrunde geschafft. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht dabei seid. Euer Level werde ich wahrscheinlich irgendwann in normalen Parts spielen. Genau. Die Beteiligung war echt gut und ja, es fiel mir teilweise echt schwer, die Leute herauszusuchen. Genau. Durch das Vorausfallverfahren kamen ja die Leute mit, also die 16 Leute mit den meisten Sternen rein und da habt ihr 6 Sterne gebraucht, um sicher dabei zu sein. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil ich nehme das zu einem anderen Zeitpunkt auf, aber die sind natürlich drin. Genau, und weitere 9 habe ich mir dann einfach so herausgesucht. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Level, nämlich mit dem Level von Thomas. Genau, und er hat eingesendet, Yoshi ist der Beste. Und genau, ich habe jedem noch die Möglichkeit gegeben, eine kurze Beschreibung zu geben. Und er hat geschrieben, du löst erstmal ein paar Rätsel mit Yoshi. Aber da musst du ihn zurücklassen und später ruft er nach Hilfe und kehrt dann wieder zurück. Jo, dann schauen wir mal. Ich erwarte natürlich auch viele Rätsellevel. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ich das alles in dem jeweiligen Zeitlimit schaffe. Idealerweise wäre natürlich, wenn man für den ersten Durchlauf so 3 bis 6 Minuten braucht. Aber das sehen wir dann. Hier muss ich ihn zurücklassen. Genau. Jawohl, coole Idee. Genau. Bewerten tun das ich und Galame und Masterwalker. Und wir haben wahrscheinlich schon einen Großteil der Level bewertet, wenn das hier online geht. Genau. Also, die Videos sind bewertet. Und genau. Und ihr könnt da nicht mehr wirklich viel beeinflussen. Also eigentlich gar nichts. Es sei denn, irgendjemand hat ganz offensichtlich irgendein Level nachgebaut und uns fällt das nicht auf. Dann könnt ihr natürlich irgendwas sagen. Das wäre ganz gut. Aber ansonsten wird sich an den Bewertungen nichts mehr ändern. Jawohl. Okay, wir brauchen anscheinend einen P-Switch, um hier in die Tür reinzukommen. Und da haben wir den P-Switch auch schon. Genau, ich drück den mal hier. Es schadet ja nicht, möglichst viel P-Switch-Time mitzunehmen. Ja, okay. Nein! Jetzt bloß nicht mehr nach oben drücken. Und wenn dann die Tür weg ist, dann hätte ich es mir verbaut. Und das sollte nicht passieren. Jawohl, okay, gut. Hier haben wir natürlich viele Reserve-Yoshis. Ich bin gespannt, wie die Leute das alles umgesetzt haben. Und ja, ich habe ja geschrieben, dass Yoshi wie ein Power-Up gilt. Sprich, man sollte ihn nicht zu oft neu platzieren. Aber es kann natürlich sein, dass das halt viele gemacht haben. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt. Jo. Gut, ich sollte die Bomben aktivieren, denke ich. Ja. Du, 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 du.
Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles bewerten soll. Auf jeden Fall gibt es bei 25 Teilnehmern, sollte ich doch eine größere Bewertungsspanne haben. Also wundert euch nicht, wenn ein Level mal 15 Punkte hat oder so. Alle die Level, die hier reingekommen sind, sollten eigentlich gut sein. Und ihr könnt die Level natürlich auch alle nachspielen. Und jetzt haben wir den Yoshi. Ah, jetzt ergibt das hier Sinn. Ach ja, wir haben den Schlüssel, ja. Genau. Jetzt kehrte der Yoshi zurück und da sind wir wieder. Und hier ein schönes Herzchen noch am Ende. Jawohl. Ja, das war doch mal ein guter Start. Ja. Aber bevor ich die Level natürlich auch bewerten kann, muss ich alle Level gespielt haben. Deswegen kann ich auch jetzt noch nichts bewerten. Gut, ich mache dann weiter mit dem nächsten Level. Und zwar von Tobias Bert auf YouTube. Hier heißt er 24 und er hat eingesendet: Yoshi is your BFF, best friend forever. Und es sieht nach einem Team-Level aus. Na dann, schauen wir doch mal. Ich denke, ich werde so 3 bis 4 Level pro Part schaffen. Aber das sehen wir dann. Gut, brauche ich den P-Switch? Ja. Okay, und es ist ein Help-Level. Ein Help-Yoshi-Level. Jawohl, dann schauen wir mal, wie das hier umgesetzt wurde. Aber solche Level sind ja eigentlich immer ganz cool. Genau. Ich helfe ihm und er hilft mir. Perfekt. Ah ja, hier muss ich drauf. Gut. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Level von denen. Aber ich rechne schon damit, dass es das ein oder andere Level mit dieser Mechanik geben wird. Okay. Hier ist eine Bombe. Ja. Bombe, Bombe, Bombe. Okay. Ah ja, danke, oder? Ja. Ups. Ja, ein besonderer Wert wird auch auf Design gelegt. Also auf Optik auch. Und ja, da bin ich auch gespannt. Ah, vom Thumbnail sahen auch schon viele recht gut aus. So. Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit, wo ich es mir verbauen kann mit Yoshi? Oder ist das alles gut gelöst? Also ich sag mal, wenn ich durchkomme, dann sollte es so gelöst sein, dass es passt. Okay, Bombe. Ne, Feuer. Und dann die Bombe. So. Jetzt sollte ich auf das Feuer aufpassen, ja. Gut. Also bisher ist das alles noch recht chillig. Genau, ich brauche den Helm. Und dann... Wow. Yoshi? Genau. So, den Helm kriege ich nicht mit, den Ersatzhelm. Aber ich brauche den auch nicht. Der Schwierigkeitsgrad der Level soll ja normal sein. Nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Also eben normal. Okay. So. Gut. Muss ich hier hin? Oder ist das einfach nur Bonus? Ja genau, hier stand Team, glaube ich. Nö, das ist nur Bonus. Ich will jetzt nicht zu weit ohne Yoshi weggehen, weil der Yoshi, der könnte sich aus dem Screen glitschen, wenn ich zu weit weggehe. Oh. Nee, ich komme wieder hoch, zum Glück. Obwohl, ich kann ja mal gucken. Ich kann ja mal gucken, ja. Ich guck mal, was links ist. Genau, ich bin ja neugierig und will auch sehen, ob die Leute an Secrets gedacht haben, also One-Ups oder was weiß ich, was es so alles in Mario Maker gibt. Okay, aber anscheinend ist hier nichts. Ja, dann war das nicht unbedingt nötig. Ist hier was? Nö. Feuer? Nein. Okay, dann renne ich jetzt auf die andere Seite, wahrscheinlich in Richtung Ziel. So. Ja, viel Rennarbeit. Und hier sieht man nochmal Team. Ah, das hat man ja auch schon auf dem Thumbnail gesehen. Genau. Und hier ist tatsächlich schon das Ziel. Die One-Ups nehmen wir noch mit. Die 3 Stück. Und dann sind wir auch schon im Ziel.
Ja, war eigentlich ein recht kurzes Level. Wobei, ja, keine Ahnung. Also 3 bis 6 Minuten wäre ideal. Den einen Weg, den habe ich jetzt umsonst gemacht sozusagen. Von daher wäre es wahrscheinlich unter diesen 3 Minuten gewesen, aber es war gut. Und wir schauen uns gleich das nächste Level an. Von... ich glaube Wookie LP, oder? Genau. Vom der Wookie LP. Hier heißt der Luda Body und er hat eingeschickt die Legende des Riesen Yoshi-Eis. Mein gebautes Level handelt davon, das riesige Yoshi-Ei zu finden. Dazu muss Mario mit Yoshi Rätsel und Jump'n'Runs bestehen. Super Mario World. Ja genau, viele Level sind im Super Mario World-Stil gehalten. Ich glaube 20 Stück habe ich gezählt, weil ich habe da wirklich nur ganz grob gezählt, also nicht 100 pro sicher. Und ja, im New Super Mario Bros. Style gibt es auf jeden Fall viel weniger. Anscheinend sind die dann nicht so beliebt. Aber andererseits, ja, mit Super Mario World kann man natürlich viel mehr machen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Habe ich es mir jetzt schon verbockt? Ich weiß es nicht. Die Red Coin, die hole ich mir auf jeden Fall mal. Ja, ich glaube, ich hätte den Powerblock noch behalten müssen. Von daher gehe ich wieder zurück. Ja, aber hier brauche ich den ja. Ja. Hier komme ich nicht rein, hier ist eine Wand. Ja. Da habe ich es mir verbaut, muss neu starten. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil hier der Level Start ist. Aber an sowas hätte man schon, ja, denken können. Genau, also man muss sozusagen das Level so spielen, als ob man alles Mögliche falsch machen könnte. Und ich glaube, hier habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Oder? Ja. Ich muss den Yoshi im richtigen Moment anstupsen, sonst funktioniert es nicht. Und hier komme ich nicht weiter, oder? Nee. Ah doch, jetzt ist es neu. Hä? Warum war das vorher unten? Ja, okay, keine Ahnung. Wo ist Yoshi? Ach, verdammt. Ich brauche den Powerblock für Yoshi erstmal. So. Ich hoffe, jetzt kriegen wir das raus. Oh mein Gott. Okay, so. Gut, dann P-Switch. So. Dann so. Jetzt muss ich den Yoshi im richtigen Moment erwischen. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn schon mal. Jetzt brauche ich die Red Coin. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Red Coin brauche hier in diesem Level. Aber ich versuche sie natürlich mal zu nehmen. Zu finden. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Genau. Yoshi. Hier ist es schon sehr eng gewesen. Genau, und hier kriege ich die anderen Powerblöcke mit dem, mit der Zunge. Jawohl. Ah, nicht den Wiggler. Obwohl der Wiggler, der konnte auch dran glauben, ja. So, die kriege ich jetzt sofort. Perfekt. Und dann geht's auch weiter. Ein Schlüssel. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das heißt, wo war der Schlüssel? Uiuiuiui. Also optisch sah es schon mal gut, sah es gut aus vom Thumbnail, aber so hat es schon gewisse Fehler. Oder ich habe den Schlüssel jetzt tatsächlich nicht übersehen. Also ich werde den jetzt mal suchen. Was sein kann, ist, dass der Wiggler den Schlüssel hat. Und ich den schlucken muss. Weil das habe ich vorher nicht gemacht. Ansonsten weiß ich keine andere Möglichkeit. Aber ich hoffe einfach mal, dass er den hat. Nein, hat er nicht. Ja gut, dann suche ich mal weiter. Vielleicht hier oben? Nee. Jetzt habe ich es mir schon 3-mal verbaut in diesem... Und das war erst der Anfang des Levels. Jetzt habe ich noch eine Möglichkeit. Der Kettenhund da oben müsste den Schlüssel haben. Dafür darf ich aber nicht den Wiggler hier schlucken, sondern muss den überleben lassen.
Scheiße. Der Powerblock und der Wiggler sind so im Takt, dass sie sich immer genau hier treffen. Ah, gut. Gerade nochmal Glück gehabt. Okay. So, jetzt auf nach oben. Und ich hoffe, der Kettenhund hat tatsächlich den Schlüssel. Damit wir weitermachen können. Ja, der hatte den Schlüssel. Ja, okay. Das konnte ich nicht riechen, dass ich den Wiggler brauche. Gut. Ich hoffe, jetzt gibt es keine Probleme mehr. Okay, da ist auf jeden Fall ein Reserve-Yoshi. Ich muss mich treffen lassen. Genau, Yoshi, renn. Aber nicht in die Richtung, sondern in die andere Richtung. So, genau. So, jetzt komme ich hier durch. Mit dem Powerblock kann ich die alle umbringen. So, der Yoshi kommt. Ja, ist auch wieder so ein Helping Yoshi. Oder ein Helping Hand Level. Oder wie auch immer. Gut, so Yoshi. Gut, ich dachte schon, dass der sich da einsperrt. Okay, mal schauen, was passiert, wenn ich durch die Tür gehe. Aber der Block, der musste aktiviert bleiben. Von daher habe ich es mir jetzt verbaut, ne? Und hier der Powerblock, der kommt ja auch nicht zurück. Oder? Nee. Ja, Checkpoint gab's auch nicht. Also das ist nicht gut durchdacht, sorry. Ich werde es aber trotzdem weiterhin probieren. Aber ja. Ich hoffe, dass ich es irgendwann schaffe noch. So, Versuch Nummer 2. Ich hoffe, diesmal klappt's. Ja. Ist ein bisschen blöd, dass es hier keine Reservemöglichkeit gibt. Yoshi bleibt stehen. Aber ich komme an ihn ran. Gut. Und ich muss sogar da wieder zurück. Ah ja, wahrscheinlich in die Röhre rein. Oder hier hoch. Ich traue mich gar nicht, da hoch zu gehen. Aber es gibt keinen anderen Weg, von daher... Ja, gut. Zum Glück bin ich nicht eingesperrt. So. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob ich in die Röhre gehen muss. Aber ich gehe jetzt einfach mal da rein. Schaden wird's ja nicht. Scrolling. Und Checkpoint. Zum Glück. Wenn ich es mir jetzt wieder verbauen sollte, dann habe ich zumindest den Checkpoint. Jawohl. Genau. Aber dieses Level ist ein gutes Beispiel, dass man halt wirklich das Level sehr oft testen sollte, damit eben solche Fehler korrigiert werden können. Und ich bin tot. Ich hätte den Yoshi wahrscheinlich gebraucht und hätte dann nach oben springen müssen. Gut, mal schauen, ob es jetzt klappt. Die Blöcke sind jetzt etwas anders. Aber bevor man ein Level hochlädt, muss man es ja auch mit einem Checkpoint lösen können. Von daher funktioniert das schon. So. Ach so, ich muss den hier schon lassen. Okay. Wow. Gut, jetzt habe ich den Powerblock und kann das machen. Perfekt. Jawohl, rote Münze. Gut, und das war schon. Jawohl. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte 4 Münzen an dieser Stelle. Aber egal. Uiuiui. Hast du da 3 oder 4 Röhren übereinander gestapelt? Wahrscheinlich. Gut. Pflanze. Nope. Gut, noch ein Checkpoint. Ja, jetzt läuft das Level. Jetzt läuft es. Und so. Ich brauche Yoshi. Okay, aber der kommt mehr oder weniger wieder. Jawohl. Nein. Jawohl. So, erstmal die Wiggler umbringen. Vielleicht hat ja einer von denen einen Schlüssel. Man weiß es nicht. Den kriege ich nicht weg. Gut. Ah, da oben ist eine rote Münze. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich dann die roten Münzen brauche oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich schon einige verpasst habe. Weil wir jetzt offiziell schon im dritten Abschnitt sind, wenn die Checkpoints passen. Aber da die eine Münze schon sehr fies versteckt war, beziehungsweise die sieht man nicht unbedingt, wenn man nicht überall Ausschau hält, dann, naja, wird schwierig. Ah, hier ist auf jeden Fall noch eine. Die will ich bekommen. So, jawohl. Ah, hier drauf. Und dann schnell wieder zurück. Und das war Nummer 5.
Aber ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass noch 3 Münzen kommen. Wow, wow, wow. In diesem, ja, dritten Abschnitt eben. Aber es kann ja sein. Aber wenn die nur optional sind, dann passt es ja sowieso. So, warten, warten, warten. Die Frage ist jetzt, brauche ich Yoshi oder nicht? Okay. Gut, anscheinend ist die Röhre optional. Oder was war da? Man wurde gespoilert. Ja, da gab es nochmal ein... Ach, das ist dann dieses Riesen-Yoshi-Ei. Verstehe. Ja, ich hab's leider nicht gekriegt. 3 rote Münzen haben mir gefehlt. Die waren wahrscheinlich irgendwo sehr, ja, etwas schwieriger versteckt. Ich will nicht sagen gemein, aber etwas schwieriger, ja. Genau. Und dann würde ich sagen, war's das für das erste Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Yoshi-Wettbewerb. Yoshi ist dein Freund. Und bis dann und ciao.